es dir wahrscheinlich gefällt. Ja, es ging. Kann man seinen 30. Geburtstag schöner verbringen? Naja, also weiß ich nicht. Komische Frage von Werder TV. Wie auch immer, moin und herzlich willkommen zu Werder TV Inside nach dem Spiel in Wolfsburg, nach dem Spiel am Tag von Philipp Beigfredes 30. Geburtstag. Ja, und der war mit seinem Geschenk nicht so ganz zufrieden. Hast du dir das so gewünscht? Nö, drei Punkte wären mir deutlich lieber gewesen. Aber leider ist die Bundesliga halt kein Wunschkonzert. Auch wenn nicht nur das Geburtstagskind enttäuscht war. Ja gut, man nimmt sich immer mehr vor. Egal in welchem Spiel, man will das Spiel gewinnen und versucht seinen Stempel dem Spiel aufzudrücken. Okay, jetzt wir haben einen Punkt auswärts geholt. Klar, wir wollten mehr. Und ja, natürlich wollen wir immer gewinnen, aber was ich selber gesagt habe, heute war 1-1 verdient, denke ich. Nach den ersten 60 Minuten muss man dann wahrscheinlich auch in Wolfsburg mit dem 1-1 zufrieden sein, oder? Ja, also weiß ich nicht. Komische Frage von Werder TV, weil die ersten 60 Minuten hatten wir trotz allem die besseren Torchancen. Also über das gesamte Spiel gesehen haben wir die besseren Torchancen. Es war halt heute mal, wir spielen auswärts beim Tabellenfünften. Wir können nicht überall Hurra-Fußball spielen und vorne draufrennen. Das wird dann auch ausrechenbar. Das muss man sich einfach vergegenwärtigen. Und es ist ja dann auch wieder ein schönes Kompliment, dass man, dass die eigenen Vereinsmedien einen danach fragen, wenn man auswärts beim Tabellenfünften spielt. Aber wir müssen insgesamt, können wir eher so einen Tick unzufrieden sein, dass wir das Spiel nicht gewinnen. Trotzdem war es ein wichtiger Punkt für uns, ein guter Punkt für uns, weil wir bleiben dabei. Es sieht jetzt alles so aus, 10. und 6 Punkte, ja, aber wir bleiben dabei. Und, auch wenn es manche nicht hören wollen, wir sind 2019 noch immer ungeschlagen. Und wir haben was gemacht, und zwar wie immer. Can Bremen score? They always score! They have scored! Wir treffen einfach kontinuierlich. Ach, täglich grüßt das Murmeltier. Wie geil ist das denn? Naja, also weiß ich nicht. Komische Frage von Werder TV. Dann anders. Wie hat denn dir das Tor gefallen, Coach? Schön. Schicke Flanke. Wer hat denn geflankt? Maxi. Ja, schöne Flanke von Maxi. Wie sehr hat dir Maxis Flanke geholfen? Sehr, sonst hätte ich den Ball nicht reingemacht. Ja, ist schön, dass wir auch mal in diese Position kommen. Wir haben es in den letzten Spielen nicht so oft hinbekommen, Flanken aus dem Halbfeld einfach mal vorne rumzuziehen. Ich glaube, dass du nicht vom Strafraumeck den Ball auf meinen Kopf spielst, wenn da zwei 1,90 Verteidiger sind, ist glaube ich ganz klar. Aber genau das sind die Wege, die ich auch gerne gehe und wo ich dann vielleicht auch das Momentum auf meiner Seite habe. Und schön, dass es dann heute geklappt hat. Also ich würde sagen, da hat sich jemand ein Update bei Flanken verdient. Ja, muss eigentlich. Aber das war nicht auf diese Plack, oder? Ja gut, aber das kann man ja ändern. Ja, und ein paar andere von unseren Jungs hätten auch Upgrades verdient. Für Zweikämpfe zum Beispiel. Ja, klar war es intensiv. Wolfsburg hat Zweikampfhärte an den Mann gebracht, hat sehr kämpferisch agiert, hat spielerische Mittel gefunden, hat uns versucht in Bewegung zu bringen, durch Positionswechsel und so weiter. Das hat über weite Strecken leider sehr gut geklappt. Wir haben defensiv, glaube ich, trotzdem sehr, sehr gut gestanden. Ja, unbedingt. Also VfL Wolfsburg kämpft um die Champions League. Und natürlich wollen die mit aller Macht dieses Spiel gewinnen. Wir haben eine unheimliche Qualität, haben auch eine unheimliche Wucht. Und es war sehr intensiv. Wir wussten, dass wir viel laufen müssen. Das hatten wir uns vorgenommen, dass wir das auch können. Wir hatten eine lange Phase zwischen dem letzten Spiel und diesem Spiel. Wir waren total frisch, ausgeruht und können das auch gehen. Ja, war gut eigentlich. Ich finde, der Schiri hat viel zu viel eigentlich gepfiffen. Dadurch war das auch ein bisschen so ein Stopp-Start-Spiel. Ja, es war ein intensives Spiel und es hat leider auch ein Opfer gefordert. Basti Langkamp, der musste ja schon in der ersten Halbzeit runter. Schulterverletzung, Diagnose noch nicht ganz klar, aber wahrscheinlich wird er länger ausfallen. Auch von dieser Stelle, von uns Insidern, Basti, gute Besserung, werd schnell wieder fit. Ja, und vielleicht hilft bei der Genesung ja das. Die besten Saves aus dem Februar. Los geht's. Alcácer gegen Pavlenka und er hat ihn! Gleich den ersten Klauter!
Was ihr jetzt machen müsst, wisst ihr natürlich, schreibt euren Favoriten hier unter dem Video in die Kommentare. Und wenn ihr eh schon am Tippen seid, dann schreibt uns doch noch, wie ihr das findet, was jetzt kommt. Na, findet? Ist ein Witz von unserem Praktikant. Also er findet das schon mal selbst ziemlich gut. Die Nummer 22 bei der U23, das war an diesem Wochenende zumindest eine kleine Erfolgsgeschichte. Ja, sehr gut. Endlich wieder auf dem Platz zu stehen, Pflichtspiel zu machen. Ja, auch mal wieder sogar ein Tor zu schießen. Also es fühlt sich gut an und ja, ich bin guter Dinge, dass das jetzt immer weiter bergauf geht. Gekrönt wurde das natürlich mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 1:0. Selbst eingeleitet, selbst vollstreckt, Riesenjubel und seinen Humor hat er natürlich auch nicht verloren. Ja, ich habe ja schon gesehen, dass ich gleich rauskomme, war so abgesprochen, 60. und da musste ich mich ranhalten. Da musste ich noch schneller machen. Nein, Buba steckt ihn super durch und dann ja, muss man den halt machen. Ob dies das einzige Gastspiel in der U23 war, steht noch nicht fest. Statt jetzt ist noch alles offen, selbst ein Spiel am Samstag gegen den VfB Oldenburg. Ja, kann sein. Wir setzen uns zusammen. Das war, glaube ich, so erstmal der Plan. Nächste Woche vielleicht nochmal auf Platz 11 dann. Vielleicht noch ein bisschen länger dann heute als 60, wenn es geht. Ich muss sagen, natürlich merkt man das. Es ist einfach ein Spiel, egal wo. Es ist einfach eine andere Belastung als im Training. Und da muss ich auch erstmal reinkommen. Aber ja, da muss man halt ja, sich peu à peu wieder die Fitness dann erholen und die Spielpraxis. Und ja, dann bin ich guter Dinge. Aber weil es so schön war, schauen wir uns seinen Treffer noch einmal an. Ein wirklich tolles Comeback von Finn Bartels. Da dürfte doch eigentlich klar sein, was jetzt noch fehlt, oder? Ja, also weiß ich nicht. Na, das ist doch offensichtlich. Wir freuen uns, dass du zurück bist, Finn, und deswegen bist du unser Typ der Woche. Ja, sehr gut. Und das überrascht euch jetzt wahrscheinlich nicht. Der Inside-Abschluss ist fast so gut wie der von Finn. Na, wer kommt jetzt wohl? Ja, also weiß ich nicht. Komische Frage von Werder TV. Leute, was soll ich sagen? Dieses Jahr noch ungeschlagen. Das soll einer nachmachen. Und wir haben immer ein Tor geschossen. Was will man mehr verlangen? Na gut, gewinnen. Aber nicht verlieren ist ja fast gewinnen. Haken dran. Eine Sache noch, Basti, gute Besserung dir und ne, Hauptsache wir sehen uns bald wieder und jetzt kann es weitergehen mit Finn. Tore schießen ist wie Radfahren, man verlernt es nie. Wenn du einmal Radfahren kannst, kannst du auch einmal Tore schießen und das verlernt man nie nicht und dann kannst du immer schön weitermachen, aber bitte in der ersten Mannschaft. Finn, gib Gas, ich freue mich auf dich. Finn, wenn du dich top fühlst, darfst du gerne gegen Schalke kommen, darfst gerne 1, 2, 3 Tore schießen. Habe ich überhaupt nichts darauf entgegen. Setz dich dann danach, wenn Pizarro noch reinkommt, auch noch 2 Dinge macht, könnt ihr beide euch am Tisch setzen, über 5 Tore diskutieren. Prima Ding. Wenn ihr das mega cool fandet, hier ne, da drauf drücken und sowieso das da drunter ist ein mega cooles Video. Woher weißt du, ob das mein Lieblingsvideo? Nein, ist ein tolles Video. Guckt euch das Ding an. Der sagt, das ist mein Lieblingsvideo. Meins, das da. Aber nicht vergessen, da oben drücken.